Autoren vor, die sich im Rahmen des Medienverbandes veröffentlichen. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt um 14 Uhr einen der profiliertesten deutschen Theologen, Exegeten, um genau zu sein, hier bei uns auf dem Autorensofa begrüßen dürfen. Ich begrüße Professor Dr. Klaus Berger aus Heidelberg. Schönen guten Tag. Ich komme. Sie haben, da steht es gerade, das Buch Die Bibel und ihre philosophischen Feinde veröffentlicht. Dieses Buch ist im Jahr 1986 schon mal erschienen, in einer ersten Auflage unter einem anderen Titel. Und im Vorwort dieses Buches schreiben Sie, Sie sehen sich gezwungen oder gedrängt aufgrund der aktuellen Lage, aufgrund von Äußerungen von Papst Franziskus, dieses Werk nochmal neu der Öffentlichkeit nahezubringen. Weshalb? Papst Franziskus hat im September gesagt, er warnt davor, Theologie mit Ideologie zu verwechseln. Also Theologie, die Lehre der Kirche, mit menschengemachten Lehren, die zusammengezimmert sind aus unterschiedlichen Interessen. Und diese Ideologien haben nach meiner Auffassung auch das Studium der Bibel massiv beeinflusst, jedenfalls das Universitätsstudium. Können Sie dafür ein Beispiel geben? Na, zunächst einmal die Lage. Als Theologiestudent erwartet man, dass die Exegese, die Auslegung der Schrift, das reine Wort Gottes ans Licht bringt. Und de facto hat man nachweisen können, dass alle die großen Exegeten immer in enger Kohabitation mit Philosophen gelebt und gewirkt und geschrieben und gedacht haben. Und das, was rausgekommen ist, ist nicht das reine Wort Gottes, sondern ist ein ideologisches Gemisch. Und man hat es für die Bibel gehalten. Ein schönes Beispiel ist von dem einst von mir sehr verehrten Wilhelm Busset, einem der Freunde und Lehrer von Ulrich Bultmann. Wilhelm Busset findet schon die Vorstellung eines Synkretismus abscheulich. Synkretismus heißt also ein Zusammenwachsen von Religionen, das auch das Christentum und das Judentum, das Alte Testament, das Neue Testament betrifft. Und wo immer das Christentum synkretistisch ist, wird ihm eine Nähe zum Heidnischen wahrscheinlich. Das hat man besonders gern getan. Ich habe in meiner Bibliothek ein Buch über katholische Kirche und antikes Heidentum. Dass also besonders die Katholiken von diesem Synkretismus befallen seien, was ich nicht zuletzt in der Marienverehrung zeige, wo antike Göttinnen fortwährend immer noch verehrt werden. Das versuchte Busset dann in seinem Entwurf über das Judentum im hellenistischen Zeitalter anzuwenden auf das Judentum als Voraussetzung für das Christentum. Und er hat gezeigt, wie er meinte, dass aus einem Spätstadium verschiedener orientalischer Religionen ein gärender Brei entstanden sei und aus diesem gärenden Brei vor allem das Judentum seiner Zeit und dann auch das Christentum. Das findet er alles scheußlich, weil er im Hinterkopf hat, Christentum muss rein sein. Und deshalb hat man nun Exegese betrieben, um das reine Wort Gottes zu erlangen, irgendwie. Und stattdessen ist man raffinierten Ideologien auf den Leim gegangen. Das ist meine These. Es geht nicht um das reine Wort Gottes, sondern ein Philosoph namens Nietzsche hat eng zusammengearbeitet mit einem Exegeten namens Overbeck, einem sehr originellen Menschen. Aber die Anschauungen, die man bei beiden findet,
sind Legion und das habe ich mich bemüht zu zeigen. Ja, also der Zeitgeist hier massiv einwirkt. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Nietzsche sagt, Gott ist tot, beeinflusst das in gewisser Art und Weise auch Herrn Overbeck bei seiner Bibelauslegung? Nicht so platt, aber ein bisschen raffiniert, indem Herr Overbeck in der Art von Spiegelmanieren, Spiegel als Journal gemeint der 50er und 60er Jahre, meint, jede Gelegenheit nutzen zu müssen, um dem Christentum einen Zweck zu flicken. Und ist das selbst, also wir reden ja hier über Philosophen und auch Exegeten des 19. Jahrhunderts, merkt man das denn selbst heute noch bei der Bibelauslegung? Man merkt es heute, weil dieses die große Zeit unserer Ahnen war. Also der Name Brüggemann fällt in jeder Vorlesung und die anderen, die dort in dem Buch behandelt werden, eigentlich genauso. Und aus den letzten 50 Jahren kann niemand irgendeinen originellen, trendsetzenden Exegeten nennen. Das betrifft ja die Theologie im Ganzen, aber die Exegese besonders. Als ich mit dem Studium anfing, war die Exegese die große Hoffnung. Und mittlerweile hat sich herausgestellt, es ist nicht nur stocklangweilig, sondern es trotz von übernommenen Vorurteilen. Wir haben dann noch ein paar Philosophien dazu bekommen. Die feministische Theologie und vorher die marxistischen exegetischen Ansätze. In Heidelberg haben wir die letzteren besonders intensiv studieren müssen. Und die Studenten haben Seminare verlangt über marxistische Methoden in der Exegese. Ich habe gesagt, das haben wir beim heiligen Augustinus viel deutlicher, was wir denn nun wollten. Nämlich das Christentum in der Situation von Menschen, die von Trieben geleitet sind. Das ist die alte Theorie des heiligen Augustinus. Das hat er wunderschön und eindrücklich deutlich gemacht. Kann man das Ganze denn zum Beispiel an einem bestimmten Vers, an einem Ausspruch aus der Bibel festmachen, wie der falsch interpretiert wird zum Beispiel? Oder wie der unter diesen Gesichtspunkten philosophisch geprägt ist? Nehmen wir das Beispiel, worüber ich am nächsten Sonntag in einer evangelischen Gemeinde in der Ostzone predigen muss. Wer mich vor den Menschen bekennt, den werde ich im Himmel bekennen. Also die Forderung des Bekenntnisses. Und interpretiert wurde das im Sinne von Bibel und Bekenntnis, das heißt im Sinne konservativer lutherischer Dogmatik. Ohne zu ahnen, häufig jedenfalls ohne zu ahnen, dass es sich hier um Jesus Christus handelt und nicht eine Dogmatik. Und ihn zu bekennen, ihn als die Mitte anzusehen, das ist Merkmal christlicher Frömmigkeit und die hat auf die normale Exegese eigentlich keinen Einfluss gehabt. Jetzt hatte ich es anfangs schon erwähnt, Sie haben das Buch 1986 schon mal veröffentlicht. Was hat sich denn in der Form der Exegese, in der Form der Beeinflussung der Exegese seitdem geändert? Ich meine, das 19. Jahrhundert ist ja fast genauso lang wie jetzt bis damals. Die Exegese ist, wenn sie gut läuft, genauso geblieben und im Großen und Ganzen geht es um einen Flohzirkus mit irrlichternden Autoritäten. Das heißt? Es hat sich nichts geändert seit 1986. Die Anfälligkeit für Zeitströmungen ist deshalb noch größer geworden, weil man auf die Exegese schon gar nicht mehr setzt. Das ist in Heidelberg nach meinen eigenen Erfahrungen aus den letzten Lehrjahren und auch in der Gegenwart eines der langweiligsten Fächer, weil es immer nur um Philologie geht, haben die Leute den Eindruck, unter der Hand
dann um Ideologie. Dann kommt unter der Hand Gender-Theologie heraus oder Formen von Sigmund Freud, das war besonders beliebt.